Einsatz. Hoher Gewinn. Nur so läuft das. Auf den Boden! Das lief alles blitzschnell. Automatische Waffen, präzises Timing. Auf einer Skala von 1 bis 10 war das eine 11. Keine Frage, die haben es drauf. Umso schöner, wenn wir sie schnappen. Ich habe ein Geschäft, über das wir reden müssen. Du willst mir einen Job anbieten? Der Coup des Lebens. 25 bis 30 Millionen. Mein Plan, dein Kommando. Mit C4 können nicht viele umgehen. Da läuft definitiv ein Riesending. Es geht um viel Geld, das fühlt sich falsch an. Zu schnell. Zu gehetzt. Wenn es um Geld geht, spielt man nicht. Die kriegen gar nicht mit, was läuft. Wir haben ein Problem. In der Straße ist ein Riesenloch. Geht aus dem Weg da unten, Jungs! Scheiße! Weiter, weiter! Ich dachte, ihr braucht Verstärkung. Ich dachte, es sollte ganz einfach werden. Ich will einen Namen. Wo hast du die Kohle her? In unserem Beruf, da geben wir nichts her. Stehen bleiben! Wir nehmen. Seit Tausenden von Generationen waren die Revolvermänner Ritter. Sie hatten geschworen, unsere Welt vor der nahenden Dunkelheit zu schützen. Diese Vision, wie du sie nennst, was siehst du? Ich sehe einen Turm, den Mann in Schwarz und den Revolvermann. Es sind nur Träume. Sie sind nicht real, Jake. Da draußen gibt es eine andere Welt. Ich weiß, dass es sie gibt. Wer bist du? Sie sind es. Sie sind ein Revolvermann, stimmt's? Es gibt keine Revolvermänner. Nicht mehr. Warum will der Mann in Schwarz den Turm zerstören? Der Turm beschützt deine und meine Welt. Wenn er fällt, wird die Hölle entfesselt. Er ist sowas wie der Teufel, nicht wahr? Nein, schlimmer. Du kannst das, was kommt, nicht aufhalten. Der Tod gewinnt immer. Vielleicht steht ihre Welt vor dem Ende, aber meine nicht. Wenn sie diesen Turm einstürzen lassen, werden Milliarden Menschen sterben. Gibt es Waffen und Kugeln in deiner Welt? Die Erde wird ihnen gefallen. Sehr. Na schön, gehen wir. Gräbst du dir einen Weg aus der Dunkelheit? Hast du dem Jungen erzählt, dass jeder, der mit dir geht, durch meine Hand stirbt? Ich werde ihn töten. Für uns beide. Ich ziele nicht mit meiner Hand. Der mit seiner Hand zielt, hat das Gesicht seines Vaters vergessen. Ich ziele mit meinem Auge. Ich schieße nicht mit meiner Hand. Ich schieße mit meinem Verstand. Jack! Ich töte nicht mit meiner Waffe. Ich töte mit meinem Herzen. Detective Superintendent Schenk? Wir müssen wissen, wo er ist. Ich weiß, er sitzt im Gefängnis. Nur ist er nicht mehr im Gefängnis. Natürlich nicht.
Sie haben versprochen, dass Sie mir helfen würden. Wissen Sie, was meinem Sohn angetan wurde? Ich muss diesen Mann aufhalten. Ich bin immer noch ein Bulle. Jetzt nicht mehr. Und wenn Sie sich weigern zu kooperieren, erschießt die taktische Einheit Sie. Er plant irgendwas. John. Ich habe ihn direkt in die Augen gesehen. Weil ich neugierig war. Ich wollte wissen, ob Sie es mir ansehen können. Denn das ist es doch, wer Sie sind, oder nicht? Der Mann, der alles weiß über Menschen wie mich. Wieso macht er es öffentlich? Er will, dass die Welt glaubt, er sei ein wahr gewordener Albtraum. 20 darauf, dass ich ihn kriege, bevor sie mich kriegen. Sagen wir 50. Ich kenne diesen Mann. Ich kann damit leben, was sein muss. Nehmen Sie mich jetzt wahr? Ich habe meinen Spaß. Soll der Albtraum beginnen? Denn ich bin bereit. Wähle eine Tür. Die rechte. Nein, das ist meine Tür. Nimm eine andere. Was ist dein Problem? Du hattest recht. Das ist deine Tür. Hast du ein paar böse Jungs hinter deiner Tür? Deckard Shaw, wir haben noch eine Rechnung offen. Shaws Schwester hat was von mir gestohlen. Einen Virus, der die halbe Welt auslöschen könnte. Und ich will ihn wiederhaben. Verrätst du, womit wir es zu tun haben? Das ist meine Schwester. Familienangelegenheit. Es geht um das Schicksal der Welt. Also geht's auf mich was an. Die ganze Sache klingt ziemlich riskant. Pass auf deine Schwester auf. Hör zu, ich krieg das hin. Wir überleben das nur, wenn wir zusammenarbeiten wie ein Team. Na dann los. Schnall dich an, Riesenbaby. Ich zähle bis drei. Eins. Hast du sein Gesicht gesehen? Du hast keine Ahnung, wie lange ich das schon machen wollte. Die Musik hat schon angefangen. Vielleicht kriegen wir das synchron hin. Sie werden also gejagt. Von einer Söldnerarmee. Angeführt von einem genetisch optimierten Soldaten. Seht mich an. Ich bin Black Superman. Sie sind verrückt. Verdammt, er ist wirklich Black Superman. Wir müssen untertauchen. Wo? Zu Hause. Mein Baby ist nach Hause gekommen. Ich bringe leider Probleme mit Mama. Aber ich brauche meine Brüder. Diese Familie zieht in den Krieg. Wir brauchen Autos und Waffen. Mama, wo sind die ganzen Waffen? Ich hab sie entsorgt. Sehr nobel, Mrs. Hobbs. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Das ist untertrieben. Dann eben oldschool. Zoe! Also gut. Komm schon! Und los geht's! Sag mir, dass das nicht wahr ist.
Was Sie getan haben, ist nicht einfach. Sie haben meine Männer aussehen lassen wie billige Kaufhauscops. Das ist schmerzhaft. Würden Sie mir verraten, wo Sie ausgebildet wurden? Afghanistan? Tschetschenien? Wer sind Sie? Ich habe viel geopfert, um Frieden zu erlangen. Thor, durch deine Arroganz und Dummheit hast du den friedlichen Königreichen und unschuldigen Menschen das Grauen gebracht. Verwüstung und Krieg. Du bist ein eitler, habgieriger, grausamer Junge. Und du bist ein alter Mann und ein Narr! Du bist unwürdig! Vater! Hey! Ich nehme dir nun deine Macht! Und verbanne dich! Bitte, öffne die Augen. Oh nein, das ist die Erde, nicht wahr? Wo kommt er her? Eure Vorfahren nannten es Magie. Ihr nennt es Wissenschaft. Ich komme von einem Ort, an dem das ein und dasselbe ist. Er war seinem König ungehorsam. Sein Schicksal liegt fortan in seinen Händen. Ich setze dem ein Ende.